Oh, und grün raidet mich ganz schön. Das gefällt mir jetzt eher weniger, muss ich zugeben. Oh, meine Dorfwohn hat er schon getötet. Also falls noch irgendwelche Bogenschützen nee, oder so. Nicht. Ach stimmt, ja klar, die sind draufgegangen, ne? Okay, ich versuche mein Bestes zu geben, das zu verteidigen. Mönche können feindliche Mönche bekennen. Ja gut, das ist jetzt nicht so unglaublich. Ach du meine Fresse. Scheiße, da unten natürlich auch. Holy shit, die kommen mit einer Menge Leute. Ach du Scheiße, die haben die schon alle getötet. Oh Gottes Willen, meine ganzen Truppen. Jetzt kann ja mal aufhören, so viele Triebböcke und alles noch nachzuspammen. So, ich bekehre jetzt einfach mal eine einzelne Truppe. Okay, das war natürlich nicht so erfolgreich. War aber auch zu erwarten. Oh, okay, unten, Grau hat aufgegeben. Da unten dem Tor geht's nicht so gut. Ah, der Burg da auch nicht. Oh ja, ja, ich weiß nicht. Oh nein, die kommen rein, die kommen, glaube ich, rein, ja. Ja. Da war die Mauer weg. Ja, verzieht euch, ja. Möchte gern. So, du kannst auch mal einen aggressiven Modus umstellen. Ah, bau du bitte da weiter. Das wäre ganz lieb. Hier ein paar weitere von und hier welche. Alter, wie... Noch mehr und noch mehr Bogenschütz nachkommen. Das ist nicht mehr normal. Ja, ist aber hier bei mir genauso. Die sind so sehr auf Bogenschützen fokussiert. Vor allem, Bogenschützen sind so gemein, man kommt nie an sie ran. Wenn man genug hat, ja. Ja, ganz genau. Und ich kann mir nicht noch eine weitere Burg leisten. Na, das ist doch toll. Lass meine scheiß Dorfbewohner in Ruhe. Einer ist abgenippelt. Ja, nicht so gut, ne? Ja klar, sie gehen jetzt auf die Burg. Die Burg darf nicht draufgehen. Ja toll, sie haben die Burg im Grunde schon. Ja, ich muss jetzt meine Leute einquartieren. Zumindest die, für die ich ein Quartier finde. So, ein bisschen mehr leichte Kavallerie hier. Gott sei Dank, sie sind endlich... Sie haben endlich Ruhe gegeben. Ja, bei mir nicht. Ja, die stehen jetzt halt mitten im Dorf. Oh ja. Ich bilde schicke Truppen. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Irgendwas. Ja, die Sache ist, ich habe halt auch gar keine Nahrung mehr mittlerweile, um irgendwie... Ich baue jetzt zwar irgendwie zwei Ställe hier, aber die bringen halt gar nichts. Ah. Da kommt der nächste Shitstorm. Ja,
Oh toll, jetzt schickt er auch noch hier so einen schönen Rambock. Und du kannst dir natürlich vorstellen, wie viel ich gegen den machen kann. Niente. Also gut, ich konnte was gegen ihn machen, aber gegen alles andere, was hier gerade auf mich zukommt, nicht. Und wow, die Truppen sind echt gut gepanzert. Also selbst irgendwie so ein ganz normaler Plänkler. Ach du Scheiße. Nur mal so aus ganz reinem Interesse. Was kostet nochmal? Okay. Ich weiß ja nicht. Gott, das sind so viele Schützen. Ja, zugegebenermaßen, die Truppen, die der aber gegen dich schickt, sind noch vergleichsweise harmlos, finde ich. Ja, ich habe jetzt größtenteils alles weggemacht von dem. Aber ich sehe, was du meinst. Das hier sind alles schon weiterentwickelte Truppen. Das sind alles schon die Stufe 2 Truppen. Bei mir, das waren auch schon Elite. Okay. Obwohl, ich sollte mich vielleicht nicht mit dem da anlegen. Leute, ihr seid so dumm, ihr Dorfbewohner. Ihr seid so dumm. Aber das kann jetzt nicht so schwer sein, da lang zu laufen. Ich hab leider keine gute Fernangriff-Truppen-Gedönse. Ich schon, aber... ich kann mir davon halt auch nicht wirklich irgendwas leisten. Und ich bin jetzt halt so an dem Punkt, wo meine Wirtschaft schon einen kompletten Bach runtergeht. Habe ich irgendwo... na gut, da habe ich gar keine Dorfbewohner drin. Warum sind da keine Dorfbewohner drin? Ja, ich habe die doch alle einquartieren lassen. Warum sind irgendwie hier nur Dorfbewohner drin, die... Was, ihr könnt alle raus. Ihr habt ja sowieso nichts zu tun mehr. Ihr geht jetzt für mich so lange Gold abbauen, denn mit Gold und Holz kann ich tatsächlich Truppen machen. Ja, die kannst du vergessen, die du da her schickst gerade. Okay, einer konnte sogar einen Gegner schlagen. Ja, ich hab's gemerkt. Aber mehr dann halt auch nicht. Jetzt werde ich schon wieder angegriffen. Ich glaube, ich raste hier gleich aus. So, ich probiere es auch noch mal halbwegs strategisch irgendwie. Ja, aber was will man da machen? Nicht viel. Ja, allein diese Masse an Leuten, die der einfach hat. Ja, ich komme da nicht richtig ran. Ich probiere es jetzt auch, aber... ja, ne? Du schickst was hin und es ist einfach tot. Ich probiere deswegen gerade einfach ein paar Leute zurückzuhalten. Aber jetzt ist er halt auch schon am Marktplatz und gefährlich nah dort, wo meine Burg und alles ist. Und meine einzigen Dorfbewohner, die noch gerade was ausrichten können. Insofern ziehe ich es eher vor, wenn er dort nicht drankommt. Nein, ihr geht nicht darum. Ja, ihr geht jetzt auf die Seite. So. Der Seite könnt ihr auch noch Holz abbauen. Zwar nicht mehr viel, aber ein bisschen. Ihr bringt euer Gold jetzt mal dahin.
So ein paar Chocunu kann ich ja noch erschaffen. Jetzt aber auf die Seite der Burg. Da werden sie wenigstens nicht direkt vernichtet. Er kann halt auch die ganze Zeit mit Truppen nachrücken. Du hast da oben noch ein paar Truppen stehen. Ich versuche mal ein paar Plänker im Hintergrund noch rauszuschalten mit denen. Ja. Ich hoffe, er schickt halt einfach nichts direkt nach. Dann könnte ich das vielleicht noch irgendwie rumreißen. Der ist dann nie angekommen. Vor allem, dass sie auch eine Person durch irgendwas jagen müssen. Und einfach durch den Pfeilhagel des Jahrhunderts ja. durchrennen, nur um diese eine Person zu verfolgen. Ja, ganz genau. Oh, jetzt gehen sie tatsächlich doch aufs Dorfzentrum. Das ich leider nicht verteidigen kann, weil dort keine Truppen drin sind. Das ist natürlich nicht so toll. Aber sie geben mir damit tatsächlich Zeit, um Truppen auszubilden da hinten. Die Zeit muss ich nutzen. Vor allem, wie schnell sind diese Pfeile-Typis? Ich glaube, ich spiele auch die nächste Runde. Die spiele wieder Maya. Was heißt wieder? Was, mit welchem Volk, mit den Mongolen kämpft der? Okay. Also der geht echt ab. Ich verstehe zwar nicht seine Bewandtnis, wieso er irgendwann aufgehört hat, an der einen Stelle anzugreifen, dann lieber auf ein Dorfzentrum gegangen ist. Ich meine, hier steht eine Burg, aber okay. Oh nein, dieses unglaublich schlimme Holzfällerlager, das muss zerstört werden. Da kann ich dich natürlich sehr gut nachvollziehen. Das hat so viel Unheil gebracht, meinerseits. Okay, scheiße, er ist wieder da. Tatsächlich, der Pfeilhagel meinerseits hat zwei Truppen getötet. Ich warte jetzt einfach, bis er mit den anderen näher kommt, solange... Bilde ich lieber Truppen aus, als meine jetzt einfach drauf zu schicken, aber ja, da kommen so viele nach einfach. Zwei sind getötet und irgendwie 10.000 sind gerade auf dem Weg. Mist. Vor allem, wie schnell sind die? Wie viel halten die aus? Was sind das für Einheiten? Na gut, die Maya sind halt schon ein unglaublich starkes Volk. Ach du Scheiße. Ich hab's, glaube ich, geschafft, 5 oder so von ihm zu töten. Aber oh mein Gott, wie sehr der mich einfach zerstört hat. Also hat er irgendeinen Schaden genommen? Nee, hat er nicht. Ich meine, das Gute ist, dass er nicht an meine Burg bisher rangekommen ist. Meine Burg hat sie alle zerfickt jetzt. Leider halt erst, nachdem er mein Dorf zerstört hat. Wie halt selbst seine Elite-Plänkler diese eine Spezialeinheit von mir zerstören. Wow. Bro, du solltest vielleicht irgendwas anderes suchen, was du machen kannst. Wie wär's mit Fischen? So, und hier unten... Die Leute werden wieder ausquartiert. Habt ihr noch irgendwas bei euch? Ja, ihr habt noch ein bisschen Holz bei euch. Das könnt ihr ablegen.
Alter, ihr scheiß Penner. Glaube, ich werde mir hier unten trotzdem noch mal was aufbauen. Bei mir. Mal schauen, wie erfolgreich das Ganze wird, aber den kleinen Bereich, den ich mir hier jetzt abgezäunt habe, also nicht abgezäunt habe schon, aber den ich mir abzäunen könnte, da hätte er halt nicht mehr so viele Möglichkeiten, hier reinzukommen. Aber leider habe ich dann halt auch nichts mehr hier, außer, ja, ein bisschen Gold und halt Holz und Nahrung. Aber, ja, ich glaube, ich kann das vergessen. Ich habe gerade gesehen, mit wie vielen Truppen der da schon wieder kommt. Ich glaube, ihn hat das getriggert, dass er meine Burg nicht bekommen hat. Das kann ich aber gar nicht nachvollziehen. Also ich fand das eigentlich grundsätzlich ganz gut, dass er die Burg nicht bekommen hat. Es war fair. Okay, aber wenn seine Truppen nicht so weit schießen können, dann dürfte meine Burg das trotzdem weiterhin schaffen. Kann ich irgendwo weiter Gold bekommen? Nee, ne? Nicht wirklich. So. Aber meine Burg schlägt sich echt souverän. Ja, ich sehe es. Das muss ich dir jetzt schon mal lassen. Und wenn sie die Gegnerzahl so sehr dezimiert hat, dann kann ich die halt auch wieder von Hand killen. Ja, aber der hat mich komplett wegrasiert. Hier stehen nur noch zwei Stücker von der Mauer. An einer Stelle. Das ist alles, was noch da ist. Ordentlicher Wait. Alles andere hat er komplett vernichtet. Und das ist ziemlich rigoros. So, hier könnte ich jetzt mal ein paar Dorfwohner gebrauchen. Viele sind das nicht, aber ein paar wenigstens. Und ich arbeite gerade tatsächlich einfach nur noch daran, irgendwie Nahrung zu behalten. Also, du musst mir jetzt hier ein Kloster bauen. Du hast ja nichts dagegen, wenn ich hier irgendwie... Nö. Gut, ich baue nämlich gerade einmal mitten in deinem Dorf ein Kloster. Also, ja, nee, nicht mitten in deinem Dorf, eigentlich ganz am Rand. Das war schon so vorher gesehen. Ich habe da ja in der Nähe auch eine Burg hingestellt. Als Absicherung. Naja, ich habe auch noch ein paar Truppen, 5 Stück, die ich hier abgestellt habe. So, ihr macht da unten eigentlich noch ganz gut weiter. Da bin ich ziemlich zufrieden. Ich habe jetzt leider nur nicht mehr das Zeug, um hier irgendwie... Oh, wo sind sie denn schon wieder? Ach, da unten. Warum seid ihr da draußen? Ihr sollt in die Burg. Okay, bis auf der eine, der steht jetzt alleine draußen, weil kein Platz mehr ist. So, hier unten bauen wir jetzt nochmal ein bisschen Stein ab. Dann kann ich nämlich auch tatsächlich nochmal ein Dorfzentrum bauen. Denn momentan kann ich mir das leider nicht leisten. So armselig das auch klingt. Ja. Ja, so, aber ich kann wenigstens hier schon mal ein paar weitere Dorfbewohner ausbilden. Hat sich jetzt ausgerangiert? Wortwitz identified? Ja, der tat weh. Tatsächlich ist bei mir aber auch mittlerweile alles
soweit okay. Ich erwarte zwar irgendwie, dass er nochmal wiederkommt, aber bisher hat er es noch nicht probiert. Ah, tatsächlich habe ich auch noch zwei Leute stehen. Okay, er hat tatsächlich jetzt einen Pikinier hergeschickt. Der war so erfolgreich, wie du dir vorstellen kannst. Lalalalalala, ich erfülle meine Aufgaben fürs Vaterland. Lalalala. Oh fuck, ne fucking Burg. Vaterland, warum schickst du mich hierher? Nee, er hat den einen. Okay, ich kann nicht reden. Den einen Schokonur, der da stand, also meine Spezialeinheit, hat er versucht anzugreifen. Und das hat halt nicht so gut funktioniert. Übrigens, deine Marktkarriere läuft gerade ins Leere. Ja, das war ja der Marktplatz. Ich habe noch keinen neuen Marktplatz. Ich arbeite dran. Ich brauche dafür noch ein bisschen Stein. Ich kann dir aber, wenn du magst, schon mal zeigen, wo ungefähr der hinkommt. Also kommt drauf an, wie sehr er sich grün nochmal mit mir anlegen mag. Nein. Jetzt fängt. Oh nein, scheiß Lila. Oh, neuer Gegner. Ja. Und ich sollte vielleicht hier doch einen Mönch ausbilden, der die Leute hochheilt. Da weißt du was? 2, 3 wären vielleicht nicht schlecht. Also, ihr seid damit leider fertig mit den Bärenbüschen. Dann könnt ihr mir tatsächlich hier schon mal einen Markt. Nicht ein Dorfzentrum. Dorfzentrum kann ich mir nicht leisten, oder? Ah doch, ich kann mir ein Dorfzentrum mittlerweile leisten. Warum hat Grün jetzt einen einzelnen Planker zu mir geschickt? Keine Ahnung, vielleicht hat er mitbekommen, dass du mit mir befreundet bist oder so. Das wäre die endstogische Erklärung. Ne? Ja, leider sind die ganzen Chukunu, die ich jetzt gerade nochmal ausgebildet habe, so ziemlich für den Arsch gewesen, weil er mit echt ziemlich Low-Stake-Truppen die irgendwie wieder weggerackt hat. Okay, der Angriff von Lila war jetzt nicht umhauen. Leute, bleibt ein bisschen passiv. Burg regelt das schon. Ihr müsst nicht unbedingt da angreifen. So, jetzt kann ich euch dann nochmal dahin stellen. Die zwei Mönche hinten dran. Ihr bleibt hinten. Ja, okay, das wird mir ein bisschen ungemütlich. Wie wär's denn damit? Ich hab's gerade gesehen. Aber schau dir mal an, wie krass seine Truppen halt einfach abgehen. Ja, ich sehe es. Die sind so krass drauf. Die sind unglaublich tanky aus dem Gang kommt. Ich hab's auch noch nicht so ganz verstanden. Wo ist da das Balance? Okay, das ist jetzt ungut. Ich kann nichts gegen den Tribok tun. Ernsthaft? Er greift gerade mit dem Tribok das Kloster an. Ah, okay. Kloster. Okay, Tribok ist down. Aber der hat mich jetzt halt damit, ich glaube, 2.000 oder 3.000 Gold gekostet. Also es wird, glaube ich, ein bisschen ungemütlicher, als mir das lieb ist. So, hier brauche ich auch noch mal ein paar Leute. Ja gut, ne? Komm mal, du Warane. Irgendwie ein bisschen auf den Sack gehen sie mir ja schon.
So, hat das nochmal probiert? Nee, bisher nicht. Mauern und Türme verstärken. Das hört sich eigentlich ganz gut an. Ich vermute, da werde ich gleich auch welche bauen. Weil eine Mauer wäre hier jetzt eigentlich ziemlich praktisch. Wenn er nicht mehr so auf die Nähe käme. Ich meine, auf seine Distanzkämpfe. Alter, jetzt greift mich grün an. Echt jetzt? Ja. Das ist aber schon krass. Zur gleichen Zeit. Das bedeutet, dass der ernsthaft genug Truppen hat, um zwei Kämpfe gleichzeitig zu führen. Oder hat er einfach nur die Nerven dazu, weil viele Truppen sind es jetzt nicht. Es sind jetzt ein paar Stück, also so will das hier gar nicht abstreiten, aber... Ah, Sekunde, so baue ich die Mauer aber nicht. So, und da baue ich die jetzt einfach hoch. Das hier kann alles weg. Und dann bekommen wir hier noch ein Tor hin. Sagst so. Du mir am besten Bescheid, wenn du einen Marktplatz machst? Ich habe einen Marktplatz. Irgendwo hier. Ah ja. Ihr könnt auch fischen gehen, super. Und ich beginne gerade wieder damit, eine Mauer zu bauen. Ich glaube, es hackt hier. Nee, du baust jetzt erstmal da unten weiter, das ist wichtiger. Okay, ich meine, die holzen die halt gerade den Wald ab, der als Grundlage für die Mauer dient, aber das passt schon. Okay, ich habe 20 Truppen. Kein Spaß. Ein paar Häuser könnte ich aber auch noch bauen hier. So. Ah, ich kann kein Gold mehr farmen. Im Grunde auch nicht, weil das einzige Gebiet, wo noch ein klein wenig Gold wäre, ist halt dort, wo er mich komplett rausgetrieben hat. Na, wo ist denn dein Marktplatz? Ah, hier. Grün, könntest du mal aufhören, mir auf den Sack gehen, zu gehen? Ernsthaft dir jetzt auch durchgehend? Immer wieder so kleine Häppchen oder so. Gut, jetzt gerade eben auch noch ein bisschen größeres Häppchen, aber halt ein Häppchen. Und also nichts Besonderes meinst du? Angegriffen. Ich hab das Gefühl, die wollen alle gar von mir ordentlich ran. Ja gut. Ist immer noch grün hier? Ich weiß nicht, meinst du, ich soll es riskieren, da eine einzelne Truppe, die meine Mauer angreift, von ihm zu töten und damit zu riskieren, dass er vielleicht mich wieder angreift? Dafür aber die Dafür bekäme ich dann aber auch die Möglichkeit, Gold abzubauen. Ist es das wert? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ja, ich bin auch ein bisschen skeptisch, was das angeht. Ich baue erstmal meine Mauer fertig, auch wenn die, ja, nicht so ganz mein Gebiet vollständig abdeckt, aber hey, ein bisschen wenigstens. Sie ist da für einen guten Willen. Jetzt. Nicht für den Nutzen. Lila und Grün gleichzeitig mit zusammen Orange. Ich Ich merke minimal Aggression von dir. Ich weiß nicht, woher die kommen. Minimal. Ich habe riesige Aggression. Wie wär's mit einer Selbsthilfegruppe? Ich meine ja nur. Ich bin gerade sehr, sehr schlecht gelaunt. Pass auf. Ich kann das nicht weitermachen, ohne nicht sofortige Stimme und meine Vernunft zu verlieren. Du hast keine Vernunft. Da muss ich dich, muss ich dich berichtigen. Okay, euch hier unten geht's ganz gut. Ihr könnt schon mal, auch wenn ihr nur zu dritt seid, schon mal anfangen, hier ein bisschen Gold abzubauen.
gleich überlege ich, ob ich mich doch mit dem einen da einlege. Es ist ja bisher nur eine Truppe und ich bin tatsächlich gerade dabei, obwohl es ein großes Gebiet ist, das ganz einzuzäunen. Also ich versuch's zumindest. Und vielleicht bin ich damit ja sogar erfolgreich, weil ich bekäme dadurch dann halt auch nochmal, Sekunde, ich weiß nicht, ob er es schon abgebaut hat, ein bisschen Stein noch. Eine fast nicht erschöpfte Steinquelle. Das wäre halt auch nochmal eine ganze Menge. Apropos, da oben ist doch noch Stein, genau. Ja, Stein ist halt gerade auch so eine Sache, bei mir zumindest. Ja, könnte ich schon gut gebrauchen. Grün, könntest du mal aufhören rumzupfen? Ah, einen vielleicht weniger, so. So, schön, ihr seid da echt gut am Berg.